hier ist The Black Dragon von pocketpc.ch und wir sind hier am Mobile World Congress 2013 am Stand von Huawei und schauen uns einmal das Huawei Ascend W1 an. Das Gerät ist ein Windows Phone 8 Device, wird angetrieben von einem Qualcomm-Prozessor mit der Bezeichnung MSM8230-3. Dies ist ein Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz und das Display ist ein 4 Zoll WVGA-Display. Das Gerät hat 512 MB RAM und zusätzlich 4 GB ROM, eine 5 Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 0,3 Megapixel-VGA-Kamera auf der Vorderseite. Und die Batteriegröße beträgt 1950 mAh. Das Gerät scheint sich aber auf jeden Fall eher an die sparsameren Kunden zu wenden, denn es wirkt nicht allzu hochwertig, also dürfte der Preis auch nicht so hoch sein. Wie man sieht, hat man hier auch etwas ungünstige Spaltmaße bei dem rückseitigen Akkudeckel. Auch das Feeling in der Hand ist nicht so besonders wertig, sondern wirkt eher schon fast billig. Und des Weiteren, was man von Windows Phone überhaupt nicht gewohnt ist, wenn man zum Beispiel hier den Homescreen scrollt, sieht man schon, dass es leicht ruckelt. Und auch der Wechsel zwischen dem Homescreen und dem Appscreen ist bei weitem nicht so flüssig wie bei Konkurrenzgeräten. Genauso wie die ganzen Übergangsanimationen. Ansonsten haben wir hier ein, so wie es scheint, weitestgehend unverändertes Windows Phone 8 drauf, bei welches mit den ganz normalen Standard-Apps kommt und keinerlei zusätzliche Apps von Huawei zu bieten scheint. Wir hoffen, euch auch noch ein ausführliches Review des Gerätes bieten zu können und bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Channel und gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis später, tschüss!